Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt die Gäste dieser Sendung ausgesprochen herzlich. Einen guten Abend, Karl Lauterbach. Gestern noch der Gesundheitsminister der Herzen, heute echter Gesundheitsminister. Diese nächsten Wochen sind entscheidend, sagen Sie. Was werden Sie als erstes anders machen? Ich werde erst mal erklären, was derzeit also notwendig ist. Und zwar, wir müssen die Boosterimpfungen so stark voranbringen, auch Erstimpfungen, dass wir also möglichst große Teile der Bevölkerung geschützt haben, bevor die Omikron-Variante kommt. Mhm. Wir müssen quasi vor der Omikron-Variante noch die Kurve bekommen. Okay. Das werde ich immer wieder erklären und dabei auch in den Vordergrund stellen, dass man nur mit 3 Impfungen vor der Omikron-Variante, wenn sie denn kommt, wahrscheinlich gut geschützt ist. Gut geschützt ist. Und dann sagen Sie dazu den Satz, wir werden das schaffen. Sie wissen, wie verhängnisvoll so eine Aussage ist? Das ist richtig. Also das ist ein Satz, der also von dem einen oder anderen oder von der einen oder anderen bereut wurde. Aber ich versuche einfach ehrlich zu sein. Ich glaube, dass wir das schaffen werden und werde alles dafür tun. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist bei uns, FDP-Politikerin. Sie haben, Frau Strack-Zimmermann, natürlich nicht nur vernommen, dass Karl Lauterbach jetzt die Politik im Gesundheitsministerium in den Händen hat. Hätten Sie da vor der Wahl noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen? Nein, überhaupt nicht. Das steht mir auch gar nicht zu. Ich habe natürlich auch immer zugehört, was Herr Lauterbach sagt. Und in der Tat hat er ja oft oder andersrum selten daneben gelegen. Und er ist jetzt hat er auch, vom Volk er hat gewollt. Und der Kanzler hat ja gesagt, ihr habt ihn gewollt, jetzt habt ihr ihn. Ja. Und insofern finde ich auch in unserem Interesse, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, wünsche ich Ihnen viel Glück, weil diese Aufgabe ist natürlich eine besondere. Aber ich glaube, es sind so viele Fehler gemacht worden, dass wir jetzt in die Zukunft gucken. Und es macht natürlich Sinn, erstmal zu gucken, ob der Impfstoff, von dem gesagt wird, wir hätten genug, ob er auch da ist. Und wie ist die Logistik? Wie bekommen wir ihn jetzt eben in die Städte und Länder? Ich glaube, das ist entscheidend. Und, Sie kommen aus der Verteidigungspolitik. Sie haben sich über General Breuer und seine Berufung sehr gefreut. Aber was macht ein toller General, wenn er auf leeren Impfkisten sitzt? Ja, das wäre in der Tat schlecht, so schlecht, wie wenn er auf leeren Munitionskisten säße. Ja. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Kisten hoffentlich gefüllt sind. Und General Breuer soll ja helfen, sozusagen die Logistik in die Hand zu bekommen. Er hat 1,5 Jahre das Thema begleitet. Und ich habe mich gefreut, weil ich ihn kenne, weil ich ihn für sehr fähig erachte und es einfach klug finde, wenn jetzt die Fähigsten zusammenkommen. Denn das eine ist der Impfstoff, das andere ist eben, wie komme ich an die Leute ran? An den Oberarm. An den Oberarm letztendlich. Und ist es möglich, eben so viel wie möglich Menschen zu erreichen. Bei uns ist Viola Priesemann. Sie ist nicht physisch hier am Tisch, aber wir haben die tolle Möglichkeit, Sie via Schalte aus Göttingen bei uns in der Sendung zu haben. Frau Priesemann, Physikerin bei Max-Planck-Institut in Göttingen. Sie berechnen Modelle für den Verlauf dieser Pandemie. Ein Wissenschaftler wie Karl Lauterbach jetzt an der Spitze des Gesundheitsministeriums, ist der schon eine Garantie dafür, dass Ihre Vorschläge, Ihre Warnungen nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt werden? Ich schätze Karl Lauterbach sehr dafür, dass er sich extrem gut in dieses Thema eingelesen hat. Das heißt, wir müssen gar nicht über die Grundlagen sprechen. Das ist klasse. Eine andere Frage ist die Umsetzung. Das ist immer eine Güterabwägung. Das, was wir typischerweise machen, ist, verschiedene Szenarien zu berechnen. Da kann man sich dann überlegen, wie bereitet man sich zum Beispiel auf Omikron vor. Und da kann man verschiedene Alternativen auf den Tisch legen. Die Güterabwägung und die Entscheidung ist selbstverständlich weiterhin bei der Politik, in welche Richtung sie sich entscheidet und wie sie natürlich auch die Bevölkerung mitnimmt. Und da werden wir noch viel erfahren von dem, was Sie jüngst dazu auch taten und berechnet haben. Tina Hildebrand ist bei uns, Chefkorrespondentin der Zeit. Frau Hildebrand, Sie haben in einem Artikel diese Woche Karl Lauterbach eine gesundheitspolitische Wundertüte genannt. Warum? Naja, es steckt viel in ihm drin. Es steckt ein Gesundheitsexperte drin, es steckt ein Epidemiologe drin, es steckt ein Parlamentarier drin, der an Gesetzesvorhaben seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten beteiligt ist. Und er ist im Grunde, Sie haben es auch schon anklingen lassen, er ist der erste direkt gewählte Minister, muss man sagen. Viele waren, also bei vielen Ministern in diesem Kabinett ist es ja denkbar gewesen, dass sie auch andere Posten bekleiden. Mhm. So ist zum Beispiel Cem Özdemir in die Landwirtschaft geraten. Und bei ihm ist es aber eigentlich nicht denkbar, dass er irgendwas anderes machen würde. Und umgekehrt war es am Ende auch gar nicht mehr vorstellbar, dass irgendein anderer dieses Amt bekleiden würde. Und
Darum ist er jetzt da und das macht ihn, glaube ich, zu einer. Und gleichzeitig ist er natürlich im Zentrum dieser riesigen Krise, die auch über Wohl und Wehe der Ampelregierung entscheiden wird. Und dann ist er natürlich in einer besonderen Lage. Situation. Und er bringt vieles dafür mit. Und es ist auch ein interessantes Experiment, haben Sie gesagt, zu sehen, wie jemand, der so sehr Fachwissenschaftler ist, dann eben auch so ein Ministerium managt. Wir sind bei Tobias Hans, über den wir uns genauso freuen, Ministerpräsidenten des Saarlandes. Herr Hans, die Politik der Union ist jetzt sehr viel Opposition, logischerweise, und sehr viel Schimpfen auf diese frisch gewählte Ampel. Zu spät, dauert alles zu lang. Täte der Union, denken Sie, ein bisschen mehr Selbstkritik ganz gut in Anbetracht echt der Lage, in der wir jetzt sind? Also ich will zuerst mal, bevor ich darauf antworte, ebenfalls Karl Lauterbach gratulieren zu seinem neuen Amt. Okay. Das ist eines der wichtigsten Ämter, die wir im Moment in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und ich möchte mit ihm so gut zusammenarbeiten wie auch mit dem bisherigen Gesundheitsminister. Ich habe da keinen Zweifel dran, dass es gelingt. Ich will, dass er Erfolg hat, vor allem natürlich in der Bekämpfung der Pandemie. Und ich sage auch mal an dieser Stelle zumindest mal für meine Person auch zu, ich werde nicht gleich auf ihm rumhacken, auch nicht, wenn vielleicht mal ein Fehler passiert. Ich glaube, dafür ist die Lage zu ernst. Und deswegen muss aus meiner Sicht eine Oppositionspolitik auch eine konstruktive Politik sein. Und deswegen kann ich nur sagen, aus Sicht der unionsgeführten Länder reichen wir da der neuen Bundesregierung auch die Hand. Mhm. Wir wollen, dass was geschieht. Und ich glaube, wenn man auf das Infektionsschutzgesetz schaut, als Frau Strock-Zimmermann und ich das letzte Mal zusammensaßen in einer Talkshow, war es eben noch nicht so weit wie heute. Das, was morgen vorgelegt wird, glaube ich, bringt uns wirklich weiter. Mhm. Sie erinnern sich aber daran, dass tatsächlich diese epidemische Notlage von Jens Spahn abgesagt wurde und dass die Ministerpräsidenten auch erst mal zugestimmt haben, dass die Epi-Lage ausläuft. Also ja, selbstverständlich. Wir haben diese Lage damals anders eingeschätzt. Wir haben sie falsch eingeschätzt. Und ich glaube, wenn man sich jetzt anschaut, was Omikron möglicherweise noch mal anrichten wird in diesem Land, halte ich es nach wie vor für sehr wichtig, dass wir den vollen Instrumentenkasten haben und dass wir eben auch einen sogenannten Notschutzschalter haben, für den Fall, dass diese Variante Überhand nimmt und sich als gefährlicher erweist als die derzeit vorherrschende Delta-Variante. Wir müssen da wachsam sein. Eine neue Virusmutation versetzt nicht nur diesen Tisch, sondern die Welt in echte Sorge. Sie heißt Omikron. Schlechte Nachrichten mitten in der vierten Welle. Ab Januar werden wir mit Omikron in Deutschland ein Problem haben. Bis Sommer. Ein erstes Forschungsergebnis ist ernüchternd. Bei doppelt Geimpften, egal mit welchem Impfstoff, gibt es nach 6 Monaten keinen Schutz mehr vor einer Infektion mit Omikron. 3 Monate nach den Boostern mit BioNTech liegt der Schutz gegen die neue Mutante lediglich bei 25%. Im Vergleich die Wirksamkeit gegen Delta 95%. Völlig unklar bislang, ob aktuelle Impfstoffe schwere Omikron-Verläufe verhindern. Ein Hoffnungsschimmer vielleicht, aber dafür müsste es genug Impfstoff geben, fordern die Kassenärzte. Der Bund kann die von den Praxen und auch vom öffentlichen Gesundheitsdienst angeforderten Impfstoffmengen nicht liefern. Herr Lauterbach, Sie haben schon gesagt, nur durch Boostern sind wir am Ende vor Omikron wirklich geschützt. Und auch jetzt wirklich geschützt. Hat Ihnen Ihr Vorgänger genug Impfstoff hinterlassen? Also für dieses Jahr auf jeden Fall. Das habe ich sehr präzise geprüft. Sie wollten erst mal noch mal eine Inventur machen? Die Inventur, die jetzt kommt, die betrifft das nächste Jahr. Okay. Die wird morgen stattfinden. Da werden wir mit Vollbesetzung, also im Haus, wirklich also jeden Stein rumdrehen. Aber ich habe für die, weil das ja notdürftig ist, ich bin ja relativ schnell ins Ministerium gekommen und also habe sofort die Arbeit aufnehmen können, noch vor der Vereidigung. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, also bis zum Jahresende haben wir genug Impfstoff. 30 Millionen bis Weihnachten, Olaf Scholz versprochen, Sie versprochen, wir genau, schaffen das. Genau, es wird mehr das Problem sein, dass wir haben bisher 14,5 Millionen also Verimpfungen vorgenommen. Es fehlt somit noch die Hälfte. Bis Weihnachten also haben wir zwar noch also etwas Spielraum, ein bisschen Luft, aber es kann durchaus sein, dass wir die 30 Millionen nachher nicht schaffen. Das läge aber dann nicht an der Impfstoffmenge, die wir haben, sondern ob genug verimpft worden ist. Trotzdem wird gekämpft. Und wir haben jetzt gestern also einen Impfrekord gehabt von 1,1 Millionen Impfungen, Booster und Erstimpfungen zusammen.
90% Boosterimpfungen, der Rest Erstimpfungen. Das ist extrem respektabel. So schnell impft im Moment, was die Boosterimpfung angeht, in Europa niemand. Und also was ich halt versuchen werde, herauszufinden, was ist die Lage für die nächsten Monate. Aber Christian Drosten hat recht. Wir werden also über die nächsten Monate Schwierigkeiten bekommen. Wir müssen daher, selbst wenn uns die 30 Millionen Impfungen gelingen, sind wir damit überhaupt nicht da, wo wir hin müssen. Und daher brauchen wir deutlich mehr Impfstoff noch. Und da wird eine Bilanz gezogen. Ich bin aber auch mit den Herstellern im direkten Kontakt, um Impfstoff zu besorgen. Und ich bin auch schon dahingehend also in Kontakt, wenn es einen neuen Impfstoff gibt, Omikron-Impfstoff nenne ich das mal. Den angepassten. Angepasst, dann werden wir den auch bekommen. Ich warte gar nicht ab, bis wir also, sag ich mal, an diesen Punkt gekommen sind, sondern ich gehe wirklich in die Beschaffung hinein. Schon jetzt? Schon jetzt. Also abgestimmt wieder mit der Europäischen Union? Oder? Ja, alles. Also mit der Europäischen Union auch. Aber es finden auch bilaterale Gespräche schon statt. Kommen wir noch dazu. Wir wollen Viola Priesemann fragen. Frau Priesemann, sollte Omikron tatsächlich das tun, was viele sagen, nämlich Geimpfte anstecken und eine sogenannte Escape-Mutation sein? Wären dann die Ungeimpften immer noch die besonders sorgenmachende Gruppe oder wären es irgendwann nicht auch die nur doppelt Geimpften? Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen inzwischen relativ gut, dass Omikron deutlich ansteckender ist. Das bedeutet, es breitet sich sehr, sehr schnell aus. Wir sehen in den anderen Ländern, dass sich die Fallzahlen vervierfachen jede Woche. Also die Verdopplungszeit ist etwa bei 3 Tagen, 4 Tagen, manchmal sogar schneller. Das kann natürlich verlangsamt werden über Masken, das kann verlangsamt werden über Kontaktbeschränkungen. Wir wissen ja im Prinzip, wie man diese Varianten ausbremst. Aber das ist die Ansteckung. Der Teil, über den wir sehr wenig wissen bisher, ist, inwiefern es zu schweren Verläufen kommt. Und da müssen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen Daten abwarten und hoffen natürlich sehr, dass es weniger zu schweren Verläufen kommt. Das Problem ist nur, wenn diese Welle so extrem steil ansteigt, dann stehen natürlich alle Leute, selbst wenn es nur wenige sind, im Prinzip gleichzeitig vor den Türen eines Krankenhauses. Und das kann sehr schwierig werden. Und wir können jetzt natürlich Worst-Case-Szenarien durchrechnen, wir können bestmögliche Szenarien durchrechnen und abschätzen. Ich denke, wir sollten in dieser Situation uns auf all diese Szenarien vorbereiten, damit wir dann, wenn das in 2 oder 3 oder 4 Wochen notwendig sein sollte, vorbereitet in diese Situation reinkommen. Und nicht wieder hinter die Welle kommen. Wie schnell kann das Boostern, von dem jetzt alle reden, die Lage tatsächlich verbessern? Und haben Sie Ihre Modelle, Frau Priesemann, jetzt eigentlich schon mit Omikron gerechnet? Nein, konnten Sie noch nicht in Gänze. Das Wichtige und der wichtige Faktor dort ist wirklich, wie gut es gegen den schweren Verlauf schützt. Zurzeit ist es so, dass bei der aktuellen Immunisierung ja etwa 0,6% aller erkannten Infizierten auf die Intensivstation müssen. Also wir haben eine Hospitalisierungsrate da von 0,6%. Wir hoffen extrem, dass diese Hospitalisierungsrate für Omikron niedriger ist, gerade bei den Geimpften. Und das würde natürlich, oder wie hoch die ist, das bestimmt, welche Belastung wir auf den Intensivstationen erwarten. Um nur da ein Verhältnis zu geben, wir bräuchten wahrscheinlich was in Richtung von nur 0,1% der Infizierten, die auf Intensivstationen müssen, damit wir mit Ach und Krach durchkommen. Das ist eine 6-fache Reduktion, das ist relativ viel. Das liegt einfach daran, dass wenn diese Welle kommt, sie sehr schnell kommt und die Personen alle auf einmal kommen. Das ist dann in der kurzen Zeit und in dieser kurzen Zeit lässt sich das extrem schwer bewältigen. Und das ist wirklich dramatisch. Wir hoffen, dass es so ist, dass wir nur milde Verläufe haben. Und das wissen wir noch nicht. Frau Strack-Zimmermann, es gibt böse Zungen, die sagen, die Haltung der Liberalen mutierte in dieser Sache so schnell wie das Virus. Wie kommen die Liberalen, wie kommt die FDP tatsächlich auch politisch wieder vor die Welle, um mal in diesem Bild zu bleiben? Ist Omikron da vielleicht eine Hilfe, um auch gesichtswahrend rauszukommen aus einem zu spät? Wir haben ja in den letzten Monaten darüber diskutiert und jeder wurde gerade im Wahlkampf gefragt. Ich nehme an, Sie spielen auf eine mögliche Impfpflicht hin, dass man sich das nicht hat vorstellen können. Aber das ist wie, wenn es brennt und Sie haben einen kleinen Schlauch und plötzlich löscht das, wird das Feuer nicht gelöscht, sondern es wird deutlich stärker, dann nehmen Sie auch einen größeren Schlauch. Ja. Was ich damit sagen will, wir haben eine Lage, die wir wahrnehmen. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass der neue Justizminister Marco Buschmann auch ins Spiel gebracht hat und das jetzt auch so kommt, dass jeder im Bundestag, wenn wir darüber debattieren, da sehr differenziert debattieren, wie weit wir es eben schaffen, dass sehr viele Menschen
Herr Lauterbach hat es ja gesagt, geimpft werden. Ja. Und, ich meinte gar nicht die Impfpflicht. Ich meinte natürlich die Art und Weise, wie die Corona epidemische Lage für beendet erklärt wurde, die milderen Maßnahmen, dass das Infektionsschutzgesetz irgendwie jetzt wieder, also die Kraft der Parlamente wieder zurück sollen. Dafür kann man sich ja sehr einsetzen, aber es fiel ja zusammen mit einer, also mit einem exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen, ja, die wir hatten in Deutschland. Ja, habe ich Sie gerade falsch verstanden. Es ging ja darum, dass die Parlamente beteiligt werden, gerade wenn es um Eingriffe in persönliche Rechte geht. Und das war vor dieser, oder das alte Gesetz hatte es nicht ermöglicht. Da konnte eine, in diesem Fall die Kanzlerin, mit Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich zusammensetzen, übrigens ein Gremium, was die Verfassung gar nicht vorsieht, und konnte sagen, so ab morgen reist ihr nicht oder reist doch oder macht jenes und dieses. Und das geht natürlich nicht. Sondern es kann, erstens muss es in den Bundestag, und was viel wichtiger ist, durch die neuen Regeln, 2.0, 3.0 Regeln, haben die Länder alle Möglichkeiten jetzt, lokal zu entscheiden, was passiert. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn Sie Inzidenzen in Sachsen, Thüringen und Bayern haben, die völlig anders sind als zum Beispiel in Norddeutschland, dass eben die Ministerpräsidenten die Möglichkeit haben, dann entsprechend zu entscheiden. Deswegen haben wir, es geht immer um diese Überschrift. Natürlich haben wir eine epidemische Lage, aber das Handwerkszeug ist ein anderes. Und man muss gerade in großen, schweren Krisen, muss man immer auch im Auge behalten, wie geht man mit den Rechten der Menschen um. Und deswegen finde ich, was das betrifft, sind wir vor der Welle. Aber wir sind in der Tat nicht impftechnisch vor der Welle. Und das ist ja jetzt unser Ansehen, dass wir das gemeinsam hinbekommen. So, und nur haben all diese Prozesse ja wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und sie sind eben parallel gelaufen zu einer eklatanten gesundheitspolitischen Lage, weil im Grunde ja klar war, dass man sich diese juristische Debatte mit einer nun schon dreimal verschärften Infektionsschutzgesetz eigentlich gerade nicht so richtig leisten kann. Wir fragen mal die Sicht des Ministerpräsidenten und aus der Sicht eines Ministerpräsidenten. Nun ist es ja gerade wieder richtig wichtig, dass man sich mit den Ministerpräsidenten trifft, und es muss zum dritten Mal ein Infektionsschutzgesetz erweitert werden. Wird das alles noch rechtzeitig genug geschehen, Herr Hand? Also wir haben ganz ohne Frage Zeit verloren. Wir hätten müssen früher zusammenkommen, und ich will auch gar nicht widersprechen, dass die Runde der Ministerpräsidenten nicht in der Verfassung steht als solches Organ. Aber es hat eben in der Pandemie mehrfach geholfen, wenn die MPs zusammengekommen sind mit der damaligen Bundesregierung, dass sich das Verhalten der Menschen auch geändert hat. Weil wenn alle Regierungschefs zusammenkommen und sagen, es muss sich eingeschränkt werden, und dann führt das alleine schon dazu, dass die Menschen sich ein Stück weit zurücknehmen. Und ich glaube, die Besprechung heute mit der neuen Bundesregierung, die einen Tag im Amt ist, die hat noch mal was bewirkt. Weil deutlich geworden ist, es gibt unisono unter allen Länderchefs eine Anerkenntnis, dass wir mit Omikron eine völlig neue Situation bekommen, die uns dazu veranlassen muss, im nächsten Jahr vorbereitet zu sein. Okay. Und das bedeutet zu impfen. Ich muss da noch einmal rein, wenn Sie mir das erlauben. Weil was eben jetzt nicht einfach möglich ist, und das ist ein ganz zentrales Thema, dass wir ein komplettes Lockdown in Deutschland machen und vor allen Dingen die Schulen schließen. Und Herr Hans, Sie wissen, dass wir natürlich das große gesundheitliche Problem haben, aber wir haben das große soziale Problem, dass wir Kinder fast ein Jahr nicht beschult haben, dass junge Familien Homeoffice und Homeschooling gemacht haben, dass wir Kinder, Schule ist ja ein Lernort, aber es ist auch ein sozialer Ort, wo auch Auffälligkeiten eben benannt werden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das Gesetz geändert wurde, dass man eben nicht einfach mal so locker die Schulen schließt, sondern dass das eben in der Balance sein muss. Und insofern will ich Ihnen jetzt gar nicht in diese alte Diskussion verfallen, weil wir wirklich nach vorne gucken müssen. Aber was eben nicht geht, dass nach einem Treffen am nächsten Morgen aufgewacht wird und gesagt wird, so jetzt werden alle Schulen ab Montag. Ehrlich gesagt, es war ja nie so. Nein. Also ich glaube, nach einer MPK haben wir ja nicht nur aus der MPK 7 verschiedene Meinungen gehört. Also das Bild ist ja auch ein irgendwie sehr honoriges, was da gezeichnet wird. Es sind ja irgendwie hinterher 8 verschiedene Meinungen dann auch als Ergebnis aus dieser MPK rausgegangen. Und auch Sie, Herr Hans, wissen aus eigener Erfahrung, ich glaube, die Kanzlerin hat Sie sogar öffentlich mal gerüffelt dafür, dass Sie ganz vorne beim Öffnen sein wollten im April, um jetzt relativ zackig wieder zuzumachen und zu merken, dass es eben schwer ist, so ein Modell durchzuhalten, wenn drumherum viel Infektion ist. Was sagen Sie denn jetzt Ihren Menschen? Sie sagen, wir haben uns
geirrt? Oder? Also erstmal haben wir damals im Saarland das getan, was alle gemacht haben, dann mit etwas zeitlichem Nachklapp. Wir haben Aktivitäten von drinnen nach draußen verlagert, das war auch das Richtige. Und wir haben angefangen, sehr viel zu testen. Ja. Das, was heute Standard ist in ganz Deutschland. Und testgestützte Modelle, die helfen eben auch Dunkelziffern zu entdecken. Wir testen im Moment wieder über 400.000 Menschen pro Woche, was absoluter Spitzenwert ist sicherlich. Und damit kann man dazu beitragen, dass eben auch verborgene Infektionen erkannt werden. Insofern war das immer nur ein Modell, was sagt, so viel Einschränkung wie nötig, aber so viel Freiheit wie möglich. Und das kannte nicht nur Lockerung, sondern das kannte eben auch Einschränkung. Und jetzt müssen wir in die Einschränkung gehen, das ist völlig unbestritten. Und Frau Strack-Zimmermann, wir wollen keine Schulen schließen. Aber was wichtig ist, ist, dass Länder wie Sachsen oder Bayern mit einer Impfquote, die einfach nur entsetzlich niedrig ist, dass die trotzdem auch Möglichkeiten in der Hand haben, da wo es ganz besonders stark betroffen ist, zu handeln. Und wenn das Gesetz so gut gewesen wäre, müsste man es jetzt ja nicht ändern. Also ich glaube, das ist ja auf einem guten Weg. Deswegen will ich gar nicht jetzt mit Ihnen an dieser Stelle streiten. Ich denke, das, was morgen kommt, hilft uns. Hilft, und das wird auch durchs Parlament gehen. Fragen wir gleich noch mal in Richtung Gesundheitsminister. Im Saarland wollen und müssen Sie jetzt auch boostern. Aber wie erklären Sie das Ihren Menschen, dass da jetzt eben dieser Impfstoff noch mal geboostert wird, dass wir aber eigentlich vielleicht im Februar, März schon einen anderen impfen müssten? Wird es noch verstanden von den Saarländern? Also erstmal scheint es zu funktionieren. Wir sind bei den Auffrischungsimpfungen auf dem Spitzenplatz deutschlandweit. Wir haben 23,6% der Menschen jetzt schon geboostert. Wir haben übrigens damit angefangen, bevor die STIKO das empfohlen hat, in den Altenhilfeeinrichtungen, haben im November schon alle durchgehabt. Und das zeigt, dass das angenommen wird. Mhm. Wir sind ja ganz vorne bei der Impfquote, auch deutschlandweit. Wichtig ist, dass wir den Menschen klar machen, egal jetzt erstmal welcher Impfstoff, Impfstoffe und Impfung und vor allem die Auffrischung hilft dabei, schwerwiegende Erkrankungen zu verhindern, so oder so. Und wenn wir heute mal schauen, dass wir trotz viel zu hohen Inzidenzen, ich will das gar nicht irgendwie schönreden, es sind viel zu hohe Inzidenzen, dass wir trotzdem die Schulen offen haben. Und selbst da, wenn sie vielleicht geschlossen werden müssen, ist die Möglichkeit da, dass digitaler Unterricht stattfinden kann. Wir haben erhebliche Fortschritte gemacht und die haben wir vor allem gemacht, weil so viele Menschen bereit waren, sich impfen zu lassen. Muss man einfach mal Danke sagen, denen, die sich haben impfen lassen und denen, die das möglich gemacht haben und das durchgeführt haben. Frau Hildebrand, es gibt einen löchrigen Impfschutz, der ist eben nicht sicher. Und das Versprechen, dass wir uns zweimal impfen lassen und dann ist der Bürger sicher, ist schon mal nicht eingetroffen. Und es gibt die Unsicherheit über die Schwere einer Erkrankung, wenn wir dann tatsächlich jetzt mit dieser Mutation hantieren müssen. Mhm. Im Grunde ist das eine Stunde Null für die Pandemie? Fragezeichen. Und wie erklärt man das den Menschen in diesem Land? Ein bisschen. Ich glaube, das Wichtige heute bei der Runde der Ministerpräsidenten war, dass danach, es geht einem noch nicht so leicht überleben, Kanzler Scholz gesagt hat, wir werden uns noch öfter impfen lassen müssen. Und wir müssen jetzt nicht darüber streiten, ob das zwei- oder dreimal oder ist, sondern das erste Signal war, die Impfpflicht wird kommen. Ja. Man muss ja sagen, solange es keine Impfpflicht gibt, ist es eine absolut legitime Entscheidung, sich auch nicht impfen zu lassen und das für sich so zu priorisieren, dass man es nicht macht. Damit ist klargestellt, jetzt wird es eine Impfpflicht geben und es ist dann keine legitime Entscheidung mehr, egal wie man dazu steht. Es ist damit eine Klarheit geschaffen. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Signal zu sagen, es wird nicht aufhören. Denn das war ja im Prinzip die Idee. Deswegen haben ja dieses ganze Nachlassen eingesetzt, weil wir, abgesehen davon, dass es sehr viele Strategie- und Zielwechsel gab, irgendwann sich so der Eindruck eingestellt hat, wenn wir dann alle geimpft sind, dann ist es gut, dann sind wir durch. Und dann war klar, okay, wenn wir alle zweimal geimpft sind, dann war irgendwann klar, okay, wir werden es vielleicht nochmal auffrischen müssen. Aber es war im Prinzip, es stand immer so im Raum, wir können dann im Prinzip die Tische zusammenräumen in den Impfzentren, wir können dann einpacken, die Sache ist dann gelaufen. Und das fand ich heute ein wichtiges Signal, dass mal klargestellt worden ist, so ist das nicht. Wir werden sehr, sehr lange noch in diesem Zustand dieses Stand-by bleiben müssen, wo man sozusagen rauf und runter atmet und einsatzfähig ist. Herr Lauterbach, würden Sie sagen, wir sind in einer Situation, wo auch noch ein bisschen die Glückswaage entscheidet, ob und wie sehr wir getroffen werden? Nein, ich glaube, das hängt davon ab, wie schnell wir sind. Also man muss ja die Situation konkret beschreiben, sodass die Bürger oder Zuschauer ein Gefühl davon bekommen, wie kann denn das sich jetzt entwickeln? Was ist denn überhaupt die Gefahr mit dem Omikron und so weiter und so fort?
Wir haben also je nach Bundesland irgendwo zwischen 20 bis 23% Geimpfte, die schon die dritte Impfung haben. Die anderen, also die noch nicht die dritte Impfung haben, das ist, was wir derzeit annehmen müssen, sind nicht also geschützt. Vollständig geschützt. Das heißt, das muss man sagen, sind gar nicht geschützt gegen die Infektion mit der Omikron-Variante. Da muss man auch versuchen, einigermaßen ehrlich zu sein. Wenn die Daten jetzt anders auskommen, dann haben wir Glück. Aber die Daten, die es derzeit gibt aus Südafrika, die Daten von Sandra Ciesek, die aus Daten, Frankfurt sind, genau, sagen genau und, das. Zwei die, Impfungen, kein die, Schutz. Genau, und die Daten insbesondere von BioNTech selbst. Das sind ja jeweils also Modelldaten, also mit Virus. Also, Kulturen? Kulturen, genau, die nicht genau dem also Virus entsprechen, aber sehr zuverlässig sind. Die besten dieser also, sagen wir, Experimente macht BioNTech selbst. Und die BioNTech-Ergebnisse also, selbst lassen auch vermuten, die doppelt Geimpften sind wahrscheinlich mehr oder weniger, was die Ansteckung angeht. Das ist noch nicht die Krankheit. Aber was die Ansteckung angeht, sind die mehr oder weniger wenig oder gar nicht geschützt. Das bedeutet, wenn das jetzt schnell kommt, weil die Boosterimpfungen nicht da sind, was wird passieren? Ja, dann werden natürlich mehr oder weniger in kürzester Zeit alle Ungeimpften infiziert. Weil wenn die Geimpften, die zweimal Geimpften, sich infizieren, dann läuft das weiter durch in die Ungeimpften. Und die Ungeimpften werden dann, was Frau Priesemann gesagt hat, deren Arbeit ich sehr schätze, dieser Hinsicht also auch hochrelevant ist, das läuft dann in die Ungeimpften rein und dann, also sind, dann werden die Ungeimpften in sehr kurzer Zeit schwer erkranken. Daher müssen wir den Menschen das konkret erklären, was könnte hier passieren. Es könnte sein, dass die Omikron-Variante bei den Geimpften Infektionen macht, die dann zum Schluss bei den Ungeimpften schwere Krankheit machen. Das ist sozusagen die Situation. Dreifach Geimpfte gehen wahrscheinlich relativ gut durch. Geimpfte gehen wahrscheinlich so durch, dass sie auf jeden Fall sich infizieren können, aber möglicherweise nicht so schwer erkranken. Und die Ungeimpften, die trifft es dann aber wirklich ganz hart. Und das ist also, was wir derzeit also vermuten müssen. Ja. Und dem kann man nur begegnen, indem man diese mittlere Gruppe so schnell wie möglich mit der Boosterimpfung versorgt wie möglich. Und daran arbeiten wir. Das war ja auch, wenn, ich möchte hier nicht aus den Details der Ministerpräsidentenkonferenz berichten, aber ich glaube, das können wir hier offen sagen. Manchmal sieht man das auf Twitter. Das war ja ein Schwerpunkt auch unserer Debatte heute. Und ich stimme Ihnen zu, dass wir in diese Richtung gehen müssen. Herr Lauterbach, Herr Shahin, BioNTech-Gründer, hat gesagt, dass er ungefähr 90 bis 100 Tage brauchen wird, um diese angereicherte neue Impfstoffvariante herzustellen. Sie sagen, das ist zu schaffen, dann auch rechtzeitig genug, diese vielen Millionen Impfungen zu bestellen, die wir von dieser aufgefrischten neuen Impfung bräuchten? Bestellen, ja. Also man muss hier Folgendes sehen. Also Herr Shahin beschreibt korrekt, ähnlich wird das auch bei Moderna beschrieben, was in dieser Hinsicht unsere Top-Impfstoffe sind. In 3 Monaten könnten, wenn die Zulassungsverfahren sehr schnell gehen, könnten diese Impfstoffe schon produziert werden. Yeah. Aber das Volumen, was wir brauchen, das ist damit noch nicht abgesichert, weil wenn die neue Variante da ist, dann wird es Bestellungen für diesen Impfstoff aus der ganzen Welt geben. Die ganze Welt wird das sein. Dann, also wird es nicht so sein, dass wir da also und daher darf man den alten Impfstoff nicht unterschätzen, weil der in der Boosterimpfung also einen guten Schutz bietet. Aber wir müssen natürlich sicherstellen, und das habe ich heute noch im Hause geprüft, dass wir Bestellungen, also dass unsere Bestellungen automatisch auf den neuen Impfstoff übergehen, wenn eine neue Variante kommt. So, und dann sind wir abgesichert. Und wenn wir dann aber, Sie verzeihen die Frage, wenn wir dann mit der Zulassung durch die STIKO auch noch mal 100 Tage brauchen, dann wäre das eher unglücklich? Die STIKO gibt ja nur eine Empfehlung und ich bin ganz sicher, der Druck wird ja spürbar sein. Politischer Druck auf die STIKO verbietet sich. Das ist ein unabhängiges Organ. Das haben Sie vorhin schon erklärt. Genau, aber von daher, die STIKO dann sehr schnell sich bewegen wird. Ja, es melden sich ja Frau Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, Herr Weil. Also es beschweren sich Ministerpräsidenten, weil wir es Ende Oktober gesagt haben, es wäre gut, über die STIKO über 70-Jährige zu boostern. Ende Oktober. Ja, es ist eine vielleicht unglückliche
Aufteilung der also Geimpften über die Daten, also ich sage jetzt einfach, wie ich das Wissenschaftler sehe, das ist keine Kritik an der STIKO, sondern die STIKO macht ihre Arbeit, aber es gab Wissenschaftler, die waren der Meinung, dass die Boosterimpfung auch in jüngeren Jahrgängen sozusagen ja, ihren Wert hätte. Mhm. Und die STIKO hat so entschieden, dass, damit haben wir gelebt, aber nicht dass trotz, da haben wir ein bisschen Zeit möglicherweise verloren. Mhm. Aber jetzt sind wir eben in einem Galopp und ich hatte eben ja schon darauf hingewiesen, diese 30 Millionen, das werden wir möglicherweise noch schaffen. Das würde, wenn, dann nicht am Impfstoff liegen, sondern ob das Impftempo da ist. Ob wir das Tempo haben. Da und ist er jetzt Angebote ausgewichen. Angebote können wir auch machen, wenn die EMA-Zulassung da ist. Das ist ja auch wichtig. Dafür haben ja. wir auch Impfzentren. Genau ja. so ist es. Genau so ist es. So, und die EMA-Zulassung ist da und auf die haben wir uns nur nicht von Anfang an getraut, dann ausschließlich zu hören und haben auf die STIKO immer noch gewartet. Wir haben in den Altenhilfeeinrichtungen ein Angebot gemacht für die über 70-Jährigen. Das ist gut angenommen worden. Und Logisch. Das Ergebnis war, dass wir keine Infektion oder kaum Infektionen gesehen haben in den Altenhilfeeinrichtungen. Also man kann da schon auch ein paar Dinge in die richtige Richtung entwickeln, ohne den Finger auf andere zu erheben. Ja. Frau Priesemann, wir verstehen jetzt noch mal ein bisschen präziser, wie die Situation ist. Wir verstehen, dass auch in anderen Ländern, wenigstens habe ich das gelesen, die sogar besser stehen mit dem Impfen, es ähnliche Probleme gibt. Das heißt, das Impfen hilft zwar, aber es ist nicht das Einzige, was hilft. Ist das Ihr Notschalter, von dem Sie sprechen? Wir sehen an anderen Ländern, gerade die noch eine höhere Impfquote haben, gerade bei den Älteren, dass dort die Hospitalisierung natürlich auch entsprechend niedriger ist. Das ist das eine. Also Impfen hilft. Ich glaube, das ist unstrittig. Aber ich möchte ganz klar weg von dieser Polarisierung, Impfen hilft oder Impfen hilft nicht, zu der Frage, wie gut hilft es, unter welchen Umständen und wie kann man diesen Schutz im Zweifel auch noch verbessern. Also weg von der Polarisierung ist da ganz arg wichtig. Man kann sagen, Impfen ist notwendig, aber es ist nicht ausreichend. Zusätzlich zum Impfen schlagen wir vor, dass man sich Gedanken machen sollte über einen Worst Case. Ich bin ja leider als Modelliererin immer wieder die Überbringerin der schlechten Nachrichten. Das ist was ich total ungerne mache. Mir geht es aber hier auch in diesem Fall von Omikron, wo wir so wenig über die schweren Verläufe bisher wissen, mir geht es darum, dass wir uns Gedanken machen, was machen wir im blödsten Fall? Und es muss ja nicht Omikron sein, es kann ja auch eine andere Variante sein, dass man sich auch die Möglichkeiten offen lässt in diesem blöden Fall, dass die Fallzahlen sehr schnell steigen und die schweren Verläufe doch höher sind, als man sich das wünschen würde, dass man dann schnell und zügig und wirklich früh genug reagiert. Wir wissen aus der ganzen vergangenen Pandemie, dass schnell sein und dass auch im Zweifel hart durchgreifen sehr viel Ärger, sehr viel langfristigen Ärger sparen kann. Ich glaube, niemand von uns möchte wieder so einen ewigen Lockdown-Light oder Mittel, wie wir ihn im letzten Winter hatten. Das ist richtig. Und wenn Sie von diesem Notschutzschalter sprechen, Frau Priesemann, dann schalten wir was zusätzlich ab? Sie reden dann also von regionalen Lockdowns, abhängig von Inzidenzen und Hospitalisierungsraten. Wir können bei Varianten wie zum Beispiel Omikron nicht lokal denken. Omikron ist was, das ist nicht nur für ein Bundesland oder eine Region, das ist für Deutschland, für Europa, für die ganze Welt ein Problem. Und insofern müssen wir anfangen, mindestens mal europaweit zu denken, das ist das eine. Und das andere ist zu sagen, und das zeigen die Modelle und das zeigen die Berechnungen absolut klar, wenn ich es schaffe, innerhalb von kurzer Zeit den R-Wert zum Beispiel Richtung 0,7 zu senken, dann halbiere ich die Fallzahlen innerhalb von einer Woche. Ja. Schaffe ich nur die 0,9, weil ich eben Kompromisse eingehe, dann brauche ich für das Ganze einen Monat. Und dann ist es eine Güterabwägung zu fragen, mache ich, sage ich mal, 2 Wochen alles, was ich zumachen kann, zu, wieder Güterabwägung, was da alles ist, und schafft diesen R-Wert von 0,7 zu erreichen, habt ihr also die Halbierung in den 2 Wochen zweimal hinbekommen, schafft dadurch eine Entlastung, das ist keine Lösung, aber es ist eine Entlastung, oder mache ich eben wieder nur einen halben Lockdown und dann kriege ich vielleicht einen R-Wert von 1 und ich habe diese Seitwärtsbewegung, die im Zweifel ewig dauern kann. Mhm. Das ist eine Überlegung, die man ganz klarstellen sollte, und wir denken aus den Modellierungen und auch aus den theoretischen Überlegungen, dass kurz und hart durchgreifen wesentlich weniger Belastung langfristig bringen als eben diese halben Lockdowns. Diese halben Lockdowns. Und nun ist ja wieder was Interessantes passiert. Herr Hans, Sie setzen im Saarland, in vielen anderen Ländern logischerweise auch, aber Sie auch auf 2G. Sie möchten für Geimpfte und Genesene so lange wie möglich ein besonderes, also ein normales Leben erhalten. Und jetzt verstehen wir aber, dass geimpft und genesen morgen ja heißt, man muss schon geboostert sein. Das heißt, der Geimpfte von morgen ist der dreimal
Geimpfte. Das heißt auch, dass sie für die anderen, die noch nicht geboostert sind, die gleichen Einschränkungen verfügen müssen? Also erstmal ist es ja so, dass wir eine klare Arbeitsanweisung haben von dem, was jetzt gerade noch mal dargestellt worden ist. Und das bedeutet, wir müssen die aktuelle Delta-Welle bremsen. Und wir haben ja auch schon Delta falsch eingeschätzt. Da haben wir ja einiges gelernt. Selbst in Portugal mit hoher Impfquote sieht man, dass das jetzt kommt. Deswegen müssen wir diese Welle bremsen. Dazu, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine klare Botschaft sendet den Ungeimpften. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Deswegen machen wir konsequent 2G, machen aber dort, wo keine Maske getragen werden kann, im Saarland auch 2G+. Und sagen dort, wer nicht geboostert ist, der kann auch nicht ohne Test irgendwo ins Restaurant eine Maske runternehmen oder ins Fitnessstudio. Und ja, wir glauben, dass wir damit es schaffen können, die Welle zu brechen. Aber wenn wir merken, das gelingt uns nicht rechtzeitig, und da bin ich noch mal völlig bei Frau Briesemann, dann können wir nicht in die kommende Omikron-Welle, und sie wird kommen. Mhm. Die Menschen spüren das ja draußen. Da muss man jetzt gar nicht so tun, als würde müssen sie nicht die noch kommen. Vorbereitet werden. Mhm. Die muss man nicht mehr vorbereiten, das weiß jeder. Wenn es uns nicht gelingt, diese Welle zu brechen, durch Reduktion von Kontakten, im Übrigen auch von geimpften Personen, deswegen halte ich das für ganz wichtig, dass wir heute auch in der MPK noch mal gesagt haben, Weihnachten mit, selbst wenn man geimpft ist, mit 50, 60 Leuten zu Hause nach und nach. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Damit schaffen wir das nicht. Und wenn wir das nicht hinbekommen, und dann wird es eben auch noch mal harte Maßnahmen geben müssen. Wo ich jetzt schon mal sage, ich hoffe, dass das nicht wieder die Kinder und Jugendlichen als allererstes trifft. Und man muss auch wissen, wenn das kommt, zerstört man wieder Existenzen. Deswegen muss vorher die Frage geklärt sein, wie helfe ich denjenigen, die betroffen sind. Also wir haben eine Menge Hausaufgaben zu machen. Genau, das wäre meine nächste Frage an Frau Strack-Zimmermann gewesen. Es gibt schon genug Gastwirte, Frau Strack-Zimmermann, die sagen, am liebsten wäre mir, es wäre wieder zu, weil mein Restaurant ist offen, aber keiner kommt, ist eigentlich der schleichende Tod. Dann kann man auch sagen, wir machen lieber zu und wir machen, wie Frau Briesemann sagt, hart zu und haben ein solches langes Dahinsiechen irgendwie nicht wieder zu ertragen. Würden Sie sagen, schnell muss Hilfe und schnell muss eine Entscheidung her? Also erstmal muss schnell geboostert werden und das Angebot gemacht werden. Das stimmt. Denn die, die zweimal geimpft sind, wollen ja ein drittes Mal. Das Problem sind ja nicht die zweimal und das dritte Mal wollen, sondern die, die gar nicht wollen. Ja. Also insofern ist jetzt die Bundesrepublik aufgefordert, die Länder und der Bund nochmal den Impfstoff zu beschaffen, rechtzeitig zu beschaffen. Insofern ist gut, dass sie schon weiterdenken auf die nächste Möglichkeit. Also das Angebot muss erstmal geschaffen werden. Es ist nicht so, dass die Restaurants alle leer sind. Das ist nicht so. Entscheidend ist, dass 2G da ist, dass auch kontrolliert wird. Erst jetzt wird wirklich kontrolliert. Ich habe das hier in Berlin erlebt. Da sagte man, naja, wird schon stimmen. Sondern dass man, auch wenn man einen kennt, Kontrolle und auch den Personalausweis. Das ist das Erste. Dann wirklich und, die drei Impfungen zeigen? Dass man dann zeigt und dass man dann an dem Platz die Maske annimmt. Natürlich ist das nicht der ganz harte Weg. Mhm. Aber was passiert denn, wenn wir jetzt die Restaurants schließen? Kann ich Ihnen genau sagen, was dann passiert? Das sieht man übrigens in Bayern schon, wo das ja früher Schluss ist. Gehen die Leute nach Hause. Und dann passiert etwas. Ich meine, Sie sagten gerade 60 Leute an Weihnachten. Also ich habe schon eine große Familie, aber 60 Leute an Weihnachten finde ich doch jetzt... auch an drei Tagen in anderen muss ich sagen, nein, also wir wollen jetzt die Liebe zur Familie nicht übertreiben, aber 60 ist schon stramm, aber Spaß beiseite. Das wissen die Leute ja, dass das jetzt nicht das Exorbitante oder die riesige Party wird. Aber wenn Sie die Restaurants schließen, werden die Leute zu Hause oder bei Freunden weiter feiern. Und dann entzieht es sich jeder sozialen Kontrolle. Und was ich nicht möchte, dass der Nachbar dann irgendwo anruft und sagt, also bei der Familie Müller-Lüdenscheid, da sind, glaube ich, mehr als 20 Leute. Das kann es ja nicht sein. Ich verstehe aus der wissenschaftlichen Sicht, dass die harte Antwort vernünftig wäre. Aber diese Welt kann man nicht nur wissenschaftlich betrachten, wir müssen sie auch sozial betrachten. Und deswegen glaube ich schon, das sage ich jetzt als Nicht-Virologin, dass man trotzdem bei aller Deutlichkeit einen Weg finden muss, dieses gesellschaftliche Leben nicht völlig zum Erliegen bringt. Das tun wir ja. Also wir haben ja zum Beispiel in Restaurants 2G+, und ich bin ja auch im Kontakt mit den Gastronomen. Man muss aber schon sagen, das ist sehr reduziert, was da ankommt. Es gibt erhebliche Umsatzeinbußen, und das greift dann natürlich von den Restaurants auf den Handel über. Man muss es einfach wissen. Das, was wir jetzt tun, ist definitiv das mildere Mittel. Und ich halte das auch für richtig, es damit zu versuchen. Aber die Existenzen leiden natürlich auch darunter. Und deswegen alle leiden, die einen mehr, die anderen weniger, keine Frage. Mir war nur daran gelegen, zu glauben, wenn man das alles schließt, dass die Menschen dann komplett auf Distanz gehen. Das stimmt. Glaube ich, im Jahr 2, wir sind in drei Wochen, sind wir im Jahr 2022. Dann sind wir
fast 2 Jahre in der Pandemie. Und mir sagen Wissenschaftler, Herr Lauterbach, vielleicht können Sie das bestätigen, dass so eine Pandemie gut 3 Jahre gehen kann. Mhm. Und ich möchte nicht, dass ich höre von Depressionen, gerade von jungen Menschen, die Klar. sich nicht mehr treffen können. Das macht ja was mit dieser Gesellschaft. Die schon. Und deswegen sehe ich das. Zugegeben, unwissenschaftlich, eben auch aus der sozialen Sicht. Ja. Frau Priesemann, Sie sind gleich noch mal dran. Ich wollte ganz kurz Karl Lauterbach noch mal zu unserer Präzision fragen. 2G heißt geimpft und genesen. Das sind zukünftig die geboosterten, dreifach geimpften. Und was ist eigentlich mit den Genesenen? Die sind dann einmal geimpft und müssen auch noch wenigstens ein zweites Mal geimpft sein? Nur, dass man das kapiert. Fangen wir mit dem letzten an. Die Studienlage zu den Genesenen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen. Aber wir haben gute Gründe zu glauben, leider muss ich sagen, dass gerade die Genesenen von der Omikron-Variante besonders hart, also sich sehr schnell infizieren. Die also ursprünglichen Daten aus Südafrika, die überhaupt auf die Omikron-Variante hingewiesen haben, das waren also mehrheitlich Erkrankte, die schon vorher Genesene waren, manchmal sogar schon doppelt genesen. Die hatten schon 2 andere Varianten hinter sich. Und dann ist die Omikron-Variante aber trotzdem da hineingekommen und hat diese Menschen infizieren können. Somit wäre meine Vermutung auf der Grundlage der bisher publizierten Daten, auch in Vorabveröffentlichungen von renommierten Gruppen, dass also der Genesenenstatus uns nicht viel bringt bei der Omikron-Variante. Da muss dann schon mehr dahinter sein. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, genesen und zweimal geimpft. Aber wie gesagt, die Daten müssen ausgewertet werden. Das ist nicht spruchreif. Ich wollte nur den derzeitigen wissenschaftlichen Stand zusammenfassen. Und ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt der 2G-Status für diejenigen, die beispielsweise 5 Monate zurück die zweite Impfung gehabt haben, mit der Delta-Variante, das ist durchaus noch respektabel. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert, schon deutlich erhöht. Aber schwere Krankheit nicht und der Impfschutz, den darf man da nicht unterschätzen. Man darf auch nicht, sagen wir mal, in Panik verfallen. Somit, was ich gut fände, wenn wir die Boosterimpfung nach 5 Monaten machen würden und nicht nach 6. Dafür spricht die Wissenschaft sehr stark. Das müssen wir dann dem RKI noch beibringen. Genau, da bin ich, aber nicht desto trotz. Aber trotzdem sind diejenigen, die nach 5 Monaten nach der Impfung sind das schon noch gut Geschützte bei der Delta-Variante. So, wir sind noch mal, Frau Priesemann, bei der Frage von Frau Strack-Zimmermann, kann man als dreifach geimpfter, geboosterter noch ins Restaurant gehen? Ist das etwas, wo Sie sagen, ab dann und dann sollten wir auch einen solchen Gang überlegen? Den Punkt, den ich da in dieser Diskussion klarstellen wollte, ist der folgende. Es geht uns überhaupt nicht darum, dass wir sagen, wir brauchen jetzt irgendwie Notschaltschalter, den ganz starken Lockdown. Das kommt immer darauf an, das Ziel zu formulieren. Wenn das Ziel ist, die Fallzahlen schnell runterzubringen, jetzt in der aktuellen Situation, klar, dann hilft mehr, überproportional mehr. Aber wenn das Ziel ist, einfach, sage ich mal, am Limit der Intensivstation zu bleiben, dann kommen wir mit dem 2G, wie es jetzt ist, relativ gut durch. Und je mehr geboostert ist, dann könnte man, wenn man nur auf Delta schauen würde, auch besser durchkommen. Wenn man aber jetzt einfach kategorisch ausschließt, dass man auch diese härteren Maßnahmen macht, so blöd sie sind, so viel Nebenwirkungen sie haben, wenn man das kategorisch ausschließt, dann ist das ein Stück weit ein Wunschdenken. Wir wissen nicht, ob wir es brauchen, aber wir sollten es vorbereiten. Und ich möchte gerne klarstellen, dass es uns nicht darum geht zu sagen, wir müssen das jetzt machen. Uns geht es ganz klar darum zu sagen, dass rechtlich und organisatorisch und einfach von einem Gedankenexperiment her einmal vorzubereiten, damit wir danach nicht überrascht sind und wieder zu spät sind und hinter der Welle sind. So. Und das ist auch gut, dass Sie es zum zweiten Mal sagen. Ich hoffe, es haben jetzt alle verstanden. Wir reden über die Impfpflicht und das machen wir hier. Es war das zentrale Versprechen von Anfang an. Wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen. Ich bin gegen eine Impfpflicht. Es wird keine Impfpflicht geben. Die Bundesregierung hat sich ganz klar darauf verständigt. In diesem Land wird es zum einen keine Impfpflicht geben. Natürlich wissen wir alle, dass eine Impfpflicht nicht durchsetzbar wäre. Wir sind gegen die Impfpflicht. Jetzt kommt die Kehrtwende. Mich haben verschiedene Argumente und die geringe Impfbereitschaft allerdings nachdenklich gemacht. Die Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht müssen getroffen werden. Umso heftiger die Reaktionen auf den Wortbruch. Wind auf die Mühlen von Querdenkern, Freien Sachsen und AfD. Die Verschwörungsideologen fühlen sich voll bestätigt.
sagt Steffen Augsberg vom Deutschen Ethikrat. Naja, das kann man ja schon sehen, dass die also glücksstrahlend sagen, wir haben es doch immer gesagt, denen dürft ihr nicht vertrauen, da, sie haben euch hier belogen, deshalb darf man ihnen auch an anderer Stelle nicht glauben. Das ist ein erhebliches Problem für die demokratischen Kräfte im Land. Und damit sind wir bei Tina Hildebrand. Es gab eine einigermaßen lausige Impfkampagne, kann man sagen. Jetzt werden die Bürger verpflichtet, Frau Hildebrand, oder sollen verpflichtet werden. Und es kann immer noch nicht ein präzises Ziel ausgerufen werden. Wir wissen ja auch wirklich noch nicht, wann diese Pandemie zu Ende ist. Ja, das scheint mir ein bisschen das Problem. Das ist auch das, was Frau Prisemann ja beschreibt, dass sie also modellieren kann, unter welchen Umständen welche Szenarien eintreffen. Aber ich finde, das ist das. Die Debatte kommt mir wahnsinnig kleinteilig teilweise vor. Sollen wir nach 5 Monaten impfen oder nach 6? Das sind alles Fragen, die man sicher medizinisch beantworten kann. Und dann wird das so gemacht. Aber ich finde, das, was verloren gegangen ist in der Politik, und das wäre für meine Begriffe auch die Aufgabe der neuen Regierung, ist im Grunde eben die Ziele zu beschreiben und nicht nur zu erklären, sondern auch zu begründen. Das ist ein Unterschied. Also wir haben eine Bundeskanzlerin gehabt, wo dann alle sehr froh waren, dass sie das alles so gut versteht. Und sie hat sich dann eine Zeit lang da als oberste Pandemieerklärerin betätigt. Aber eine Pandemie erklären ist was anderes als eine Politik begründen. Und dazu müsste man, glaube ich, genau das machen, was Frau Prisemann auch sagt. Man müsste einfach einmal definieren, was sind unsere Ziele, was sind unsere Instrumente und wie kommen wir dahin. Und das würde ich mir von der neuen Regierung wünschen, dass sie das macht. Denn das ist das, was im Lauf dieser Pandemie immer mehr auf der Strecke geblieben ist. Die WHO sagt, eine Impfpflicht, Frau Strack-Zimmermann, ist das absolut letzte Mittel. Interessanterweise das absolut letzte Mittel, zu dem wir greifen sollen. Haben wir alle anderen Mittel schon geprüft und müssen jetzt einfach zu diesem letzten Mittel greifen? Naja, ich sagte ja vorhin, dass das ein Mittel ist, zu dem keiner gerne greift, aber dass die Situation offensichtlich so ist. Und es wird ja in den Fraktionen auch darüber diskutiert. Das ist übrigens nicht parteiabhängig, sondern durchaus innerhalb der Parteien auch läuft eine Diskussion. Das ist auch gut so. Wie gesagt, ich bin keine Wissenschaftlerin. Und wenn man uns jetzt hier zuhört und Sie erklären verschiedene Varianten und verschiedene Möglichkeiten, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere in der Republik abschaltet, weil er sagt, jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Das ist ja auch sehr abstrakt und schwierig. Lauter und schlaue Bürger sollte man nie unterschätzen. Bei Ihnen natürlich nur schlaue Bürger. Aber ja, wir haben in der Tat mehr schlaue Bürger als weniger schlaue, denn die Anzahl derer, die sich impfen gelassen haben und auch impfen lassen, sind ja deutlich in der Mehrheit. Das darf man ja nicht vergessen. Diese Bilder, die Sie gerade gezeigt haben, vermitteln ja das Gefühl, dass hier Millionen auf der Straße sind. So ist es nicht. Ich glaube auch, dass die Sie gerade gezeigt haben, haben wir nicht dass gesagt, wir die dass auch das Millionen nicht, nein, sind. Nein, aber man könnte den Eindruck bekommen in der Darstellung. Was ich damit sagen will, wir werden auch viele nicht mehr erreichen, auch mit Kampagnen. Und ich glaube in der Tat, dass neben der Diskussion Impfpflicht ich mir immer wünschen würde, dass wir die Kommunikationswege neben dem klassischen Fernsehen, neben den Plakaten, was auch immer, dass wir lernen, auch mal in diese Kanäle reinzugehen. Facebook, Instagram, was auch immer. Es gibt irgendwelche Influencer, die machen Werbung für einen Lippenstift oder für irgendeinen Tralala, haben Millionen von Followern. Warum holt man sich nicht die und sagt, du kannst gerne deine Werbung für deinen Lippenstift machen, aber jetzt mach mal Werbung in deine Zielgruppe, sich impfen zu lassen. Das kann man alles machen und ich glaube, und da bin ich auch optimistisch, dass wir als neue Bundesregierung genau diesen Weg gehen, so wie es übrigens auch in den 80er Jahren als AIDS zum ersten Mal auftauchte, durch eine Kampagne zugegeben, da gab es keine sozialen Netzwerke, man eben gesagt hat, wir müssen die Menschen erreichen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt, sagt Frau Strack-Zimmermann. Die kommt. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die werden morgen. Wir ja morgen beschließen. Ich wollte nur noch mal nachfragen bei der FDP. Nein, das ist, wenn Sie mir erlauben, das ist deswegen von Relevanz. Es geht ja gar nicht nur um Pflegepersonal. Es geht darum, dass in ein Haus, wo vulnerable Gruppen sind, also ältere Menschen. Eine ganze Einrichtung eben. Da kommt der kocht, da kommt der reinigt. Klar. Dass alle, die einen Fuß reinsetzen, nachweisen müssen, dass sie geimpft sind. Um Vulnerable zu schützen. Ich weiß, das kann man auch anders sehen. Finde das völlig richtig, denn wir sind in der Verantwortung, auch in Freiheit in der Verantwortung, gerade für die, die sich nicht schützen können. Impfpflicht, allgemeine Impfpflicht, Herr Hans, ja oder nein? Im Moment entsteht der Eindruck, Frau Illner, dass die Frage, die Antwort auf diese Frage, Impfpflicht, ja oder nein, an Umfragen festgemacht wird. Oder an der Frage, wie viele sind schon geimpft? Als noch wenige geimpft waren, waren wir dagegen. Jetzt, wo viele geimpft sind, sind wir dafür. Und das macht
wenn man es vom Ende her denkt, ein fatales Gefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern, nämlich belogen worden zu sein. Wir müssen darüber reden, dass es am Anfang schlichtweg nicht verhältnismäßig gewesen wäre, eine Impfpflicht zu machen. Es wäre eben nicht die Ultima Ratio gewesen. Damals hatten wir Chancen, es noch besser hinzukriegen, ob das jetzt mit Influencern klappt oder ob das durch niedrigschwellige Impfkampagnen klappt. Fakt ist, wir haben Vertrauen verloren auf dem Weg. Wir verlieren jetzt noch mal Vertrauen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir die Frage der Impfpflicht sehr sachorientiert im Bundestag diskutieren, dass Abstimmungen freigegeben werden, dass es Grundsatzdebatten sind, dass es auch ein Stück weit ergebnisoffen ist, weil viele Fragen offen sind. Was wollen wir erreichen mit der Impfpflicht? Wollen wir 90% Durchimpfung erreichen? Wollen wir eine Durchimpfung von 99% bei über 55-Jährigen erreichen? Wie wollen wir sanktionieren? Weil ich glaube, die Frage Impfpflicht gleich Impfzwang, ich glaube, das diskutiert hoffentlich niemand. Was würden Sie vorschlagen, wie man das sanktioniert? Es wird nur so gehen, dass man das ähnlich wie bei der Masernimpfpflicht eben auch mit Bußgeldern belegt. Okay. Und ich halte es für wichtig, dass man zusätzlich zur Debatte im Bundestag eben auch den Ethikrat noch mal hinzuzieht. Wir müssen diese Debatte breiter aufstellen, sonst wird es wirklich schwierig. Der Ethikrat soll das bis Ende des Jahres machen. Wir müssen auch bereit sein, die Debatten auf der Straße zu ertragen und dann eben auch da entsprechend eine Antwort drauf zu geben. Wir können doch nicht akzeptieren, dass gegen Recht verstoßen wird in dieser Form, wie wir das sehen. Ich habe vorgestern in Saarbrücken auch eine Versammlung auflösen lassen, wo gegen Hygienevorschriften verstoßen worden ist. Da müssen wir auch sehr deutlich machen, dass das mit dem Rechtsstaat nicht zu machen ist. Das muss vorbereitet sein. Vor den Minister, Ministerinnen, vor deren Privathäusern aufbauen, das ist nicht tolerabel. Und da muss auch entsprechend der Rechtsstaat durchgreifen bei aller unterschiedlichen Diskussionen. Es muss auch Leute geben dürfen, die völlig anderer Meinung sind. Aber das ist eine Übergriffigkeit, die wir in keiner Form dulden können. Herr Kretschmer hat letzte Woche Telegram hier annotiert, gesagt, das ist ein Medium, ein Kanal, auf dem tatsächlich nicht nur gegen ihn persönlich Morddrohungen ausgesprochen worden, sondern sich 80.000 Menschen unkontrolliert verabreden zu genau diesen Demonstrationen. Hat die FDP sich dazu schon eine Haltung erarbeitet, wie man dafür sorgt, dass auch da eine Verantwortung der Betreiber plötzlich organisiert wird durch den Staat? Naja, Sie können natürlich nicht verhindern, dass sich Leute organisieren. Die könnten sich ja auch positiv organisieren, wenn sie es so. Sie haben ja keine Qualitätskontrolle, sondern die Tatsache ist, wenn Menschen sich organisieren und objektiv strafrechtlich relevante Dinge machen, dass man das sich nicht gefallen lassen kann. Und da geht es um eine Minderheit, die, ich habe das neulich, das Wort terrorisieren in den Mund genommen, die Mehrheit terrorisiert. Da habe ich Briefe bekommen, das will ich hier gar nicht noch mal wiederholen. Aber es waren einige dabei, die haben ihren Klarnamen drunter gesetzt, die ich angerufen habe, die natürlich verstört waren, als sie mich hörten. Wahrscheinlich haben die gedacht, das sei ein Telefonjoker oder so. Ich habe mich bemüht, mal ins Gespräch zu kommen. Keine Chance. Wir sind da noch nicht am Ende dieser Diskussion. Und trotzdem, Herr Lauterbach, muss ich noch mal fragen nach Impfpflicht, ausgerechnet in einer Zeit. Sie würde ja kommen im März, April, also ausgerechnet dann, wenn sich die Welt um diesen angepassten Impfstoff bemüht. Und wenn es eigentlich wieder darauf ankommt, dass man mit viel Solidarität dafür sorgt, dass das jetzt nicht nur bei uns im Land möglich ist, sondern auch in anderen Teilen der Welt milliardenfach. Das heißt, wir würden eine Impfpflicht ausgerechnet dann ausrufen, wenn wir noch nicht mal sicherstellen können, dass und in welcher Anzahl der auch bei uns ist. Das ist richtig, aber trotzdem schulden wir es unserer Bevölkerung, einen Schutz anzubieten, sodass wir nicht von Welle zu Welle weitergehen. Ja. Frau Hildebrand hat vollkommen zu Recht also vorgetragen, dass wir unsere Ziele benennen müssen. Wir können nicht nur über das reden, was wir machen, die Mittel, sondern was sind eigentlich die Ziele. Und ich kann einfach sagen, was für mich ein wichtiges Bitte. Ziel hier ist. Hätte ich sonst gefragt. Dass also, oder Frau Priesemann. Oder Frau Priesemann, für mich ein wichtiges Ziel, so schnell wie möglich die Bevölkerung so gut zu immunisieren, dass wir die Delta-Welle abschließen mit möglichst wenigen Toten, dass wir die Omikron-Welle, wenn irgend möglich, noch vermeiden. Das ist durchaus noch nicht unmöglich. Und dass wir dann auch einen guten Schutz vor weiteren Wellen haben. Und diesen Impfstoff müssen wir vorab besorgen. Und zwar auf Reserve, mit Vorräten. Wenn wir den Impfstoff nicht komplett brauchen, dann können wir ihn immer noch spenden. Keine Frage. Aber der Impfstoff muss
bezahlt werden, besorgt werden, und zwar in einer Menge, dass wir auch eine Reserve haben. Mhm. Es ist nicht zuträglich, dass wir sozusagen von Woche zu Woche den Impfstoff also verteilen, den wir gerade bekommen haben. Da müssen Reserven da sein. Der Impfstoff ist mittlerweile, das wissen viele nicht, 9 Monate ist er lagerbar. Mhm. Tiefgekühlt. Wir müssen den Impfstoff beschaffen, den wir brauchen. Und wenn wir ihn nicht mehr brauchen, dann wird er verschenkt, gerne über COVAX. Aber das Ziel muss sein, Delta-Welle runter, Omikron-Welle, wenn möglich, noch vermeiden. Und dann werden noch andere Wellen kommen, dass wir die erst gar nicht aufflammen lassen. Und das ist aus meiner Sicht nur möglich mit diesen 2 Säulen, Booster-Impfung und Impfpflicht. So, und jetzt haben wir aber nicht mehr... Auch im Konflikt, die Impfpflicht auch im Konflikt. Da müssen wir dann, ich hatte ja bei, Sie haben mich ja gerade eingespielt, dass ich glaube, dass das erhebliche Widerstände bringen wird. Der Punkt ist jetzt erreicht. Wir sind jetzt wirklich in einer so prekären Lage, auch mit der Omikron-Variante, die Kinder auch noch gefährden kann, dass wir sagen müssen, okay, dann muss der Staat in diesen Konflikt gehen, aus meiner Sicht. So, die Impfpflicht wird kommen. Die Frage ist, wie sie ausgestaltet wird. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass, wenn die Impfpflicht dann da ist, auch für die Personen, die wir betrachten wollen, genügend Impfstoffe da sind. Sonst scheitert das ja. So, und wir müssen natürlich genauso überlegen, wie man tatsächlich schafft, an die Ungeimpften ranzukommen. Wir haben ja nicht mal ein Impfregister. Das fordern jetzt die Kommunen. Österreich geht da mit entsprechendem Beispiel voran. Wie kommt man dann ganz praktisch an die Ungeimpften? Also wir könnten sehr viel mehr tun. Und wir können im Übrigen auf Basis unserer jetzigen Impfdaten, glaube ich, schon sehr viel mehr sehen, wo die Gegenden sind, wo zu wenig Menschen geimpft sind. Deswegen ist das zumindest mal für das Saarland mit 73,6% Impfquote mit das Höchste, was wir in Deutschland haben, jetzt mein Ansatz zu erreichen, dort auch noch mehr zu impfen. Also mein Ansporn ist, bevor die Impfpflicht greift, vielleicht im April, Mai, dann auch wirklich die Menschen schon geimpft zu haben. Das kriegt man hin, wenn man vor Ort ist, mit mobilen Teams. Wir haben im Sommer, wo alle immer sagen, die Politik hat nichts gemacht, haben wir mit mobilen Teams 5% der Bevölkerung geimpft, denen niedrigschwellige Angebote gemacht. Und darauf kommt es natürlich auch jetzt wieder an. Und ich glaube, jetzt ist der Zuspruch größer. Muss der Impfstoff zu den Leuten und nicht die Leute zu dem Impfstoff. Und es gibt ganz tolle Modelle in U-Bahnhöfen, vor Schulen, Universitäten. Überall. Wir haben schon vor einem Jahr in Amerika auch da vor den Möbelhäusern geredet, richtig, oder vor dem Drugstore. Viola Priesemann, Michael Mayer-Herrmann und Dirk Brockmann wurden am Samstag in der Bild-Zeitung als Lockdown-Macher angeprangert. Das haben wir hier auch noch mal im Bild. Es ist hier zu sehen, ich hoffe jetzt auch für unsere Zuschauer, Wissenschaftsverbände haben Herr Lauterbach da sofort protestiert und haben sich schützend vor die Kollegen geworfen. Müsste das nicht auch die Politik tun? Hätte sich nicht, also Sie haben Personenschützer beide, hätte nicht auch die Politik sofort sagen müssen, solche Angriffe gegen Wissenschaftler sind zu kritisieren? Natürlich, das ist ja auch geschehen und ich habe mich ja selbst auch in diese Debatte eingebracht. Ich will da über die Details nicht also berichten, aber es ist auf jeden Fall so, dass also ich mit dazu beigetragen habe, dass bei der also Bild-Zeitung dieser Artikel entfernt wurde, wofür ich auch dankbar war, dass das passiert war. Es ist spät gewesen, aber immerhin, man hat hier reagiert. Aber da habe ich mich auch selbst, da war ich noch gar nicht Minister, aber ich habe mich ehrlich gesagt selbst angesprochen gefühlt, weil ich war ja Teil des Teams, was da also gearbeitet hatte. Dann kann ich besser Herrn Hans fragen, warum hat die Politik nicht sich sofort vor diese Wissenschaftler gestellt? Also ich halte das für ganz entscheidend, dass man sich vor die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellt. Und ich sage das auch noch mal in aller Öffentlichkeit, nicht die Wissenschaft macht Entscheidungen, sondern wir als Politiker treffen die Entscheidung und wir übernehmen die Verantwortung. Jeden Lockdown, den es im Saarland gegeben hat, habe ich an erster Stelle zu verantworten. Die Erleichterungen, die Lockerungen habe ich zu verantworten. Und die Wissenschaft kann bestenfalls hier begleiten und beraten. Und das haben wir auch immer transparent gemacht. Die politische Entscheidung obliegt den gewählten Vertretern. Die Wissenschaft berät, sie informiert in der Öffentlichkeit. Wir sind das Land der Wissenschaft. Und deswegen ist für mich dieser Fall ein Fall für den Presserat. Ich kann das so nicht stehen lassen. Und das sage ich auch überall. Was ist, Frau Priesemann, auf Ihrem Twitter-Account los, in Ihrem Mail-Account los nach einem nach einer solchen Berichterstattung? Also ein Vorfall ist natürlich bitter, vor allen Dingen, weil irgendwie ein paar Tage vorher genau dieselbe Zeitung geschrieben hat, wir brauchen oder wie können wir einen Lockdown vermeiden. Also da sieht man, dass dieser Widerspruch massiv ist, der in diesen
Titelzeilen, in den Schlagzeilen ist. Und der Widerspruch ist in den Schlagzeilen und der ist nicht aus der Wissenschaft. Das ist einfach eine nicht korrekte Darstellung. Und diese nicht korrekten Darstellungen, das ist etwas, was natürlich viele Menschen bemerken. Das bemerken die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sofort. Ich habe nicht von der Bild-Zeitung mitbekommen, dass sowas geschrieben wird, sondern von den Kollegen und Kolleginnen, die mich angerufen haben und gesagt haben, hey, das läuft ja gerade total falsch und wir stehen natürlich total hinter dir. Die Max-Planck-Gesellschaft, die Wissenschaftsorganisationen, die haben sich alle wirklich klar hinter uns gestellt und das hat mich sehr gefreut. Und das ist ja nicht nur ein Angriff auf mich, das ist ja auch ein Angriff auf die gesamte Wissenschaft. Das versucht, die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Wissenschaft zu reduzieren. Und das ist schwierig, denn wir werden viele Krisen noch haben, in denen wir das Vertrauen in die Wissenschaft brauchen. Und wenn das durch solche wirklich widersprüchlichen und auch nicht konsistenten Nachrichten, und in dem Fall kann man sogar sagen falsche Nachrichten, unterminiert wird, dann ist die Frage, wie machen wir beim Klimawandel, bei wirklich schwierigeren Problemen als Omikron und Delta, wie machen wir da weiter, wenn wir uns da auf die Wissenschaft nicht verlassen können. Mhm. Also an der Stelle wirklich auch ein Danke an das Team von mir. Die sind wahnsinnig unterstützend dort gewesen und auch ein Danke an das Team auf jeden Fall. Ja. Wie können Sie unter diesem Druck arbeiten? Ja, man gewöhnt sich so ein bisschen, aber ich verstehe natürlich auch gut, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen exzellente Wissenschaft machen, aber niemals in eine Talkshow wie hier kommen würden. Ich bin auch total froh, dass ich hier so ein bisschen mit der Schalte auf Abstand bin. Und ich freue mich auch auf Januar. Ich werde wieder Pressepause machen, so nenne ich das, sonst komme ich auch selber gar nicht zum Forschen. Ich versuche immer so ein Stückchen natürlich Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil es total wichtig ist, aber ich mache dann auch wieder über Monate typischerweise Pause, wo ich mich auf die Forschungsarbeit konzentriere. Darauf freue ich mich gerade riesig. Wir hätten Sie total gerne hier in der Runde, um das nochmal zu sagen. Frau Hildebrand, wie sehr müssen eigentlich auch Journalistenkollegen protestieren und sich beschweren? Es ist immer ein bisschen blöd, über Kollegen irgendwie zu reden, aber ich glaube, das, was Bild da gemacht hat, ist wirklich ein gefährliches Spiel in so einer Lage, weil das ist ja keine Berichterstattung oder keine Aufklärung, das ist im Grunde eine Schuldzuweisung, die da öffentlich gemacht wird. Und was ich aber extrem unglücklich finde, ist, dass eine Regierung, die antritt und sich eines neuen Stils rühmt, den sie in Teilen sicher auch durchgezogen hat, sich dann bei dieser Zeitung auf einer Party zeigt, und das ist eines der ersten Bilder, das von dieser Regierung auch entstanden ist. Und das ist, glaube ich, auch keine gute Art und Weise, dann sowas zurückzuweisen. Oder man konterkariert es damit natürlich auch direkt wieder, muss man einfach mal sagen. Herr Lauterbach? Ich war nicht bei der Party.